Und Achtung, Probe! Ruhe! Lebe! Très connue et j'ai voulu faire un mix parce que la souffrance et l'amour qu'avait la femme était un peu en rapport avec ce que vit un peuple et qu'il fait ressentir par sa musique. Tes yeux noirs sont comme la nuit, ils resplendissent dans leur éclat qui m'éblouit. Je vois mes rêves qui se glissent. Ils sont si doux, si veloutés. Tes yeux étranges que gentiment cachent sur les fleurs. Calme. Est-ce que tu marches là? Bien. Französische Chansons haben die Eigenart, aus Prinzip nur über ein Thema zu handeln, nämlich über die Liebe. Und zufälligerweise Les Yeux Noirs ist natürlich noch mehr über die Liebe, das heißt, es geht über die Augen. Stimmt, was du Stimmt, sagst. Ja. Das Schöne an so Musikfilmen ist nämlich, dass es keine Vorgaben gibt. Das ist so ähnlich wie ein Buchlesen. Das ist das, was man sich dabei denkt, wenn man das hört. Dann kann man sagen, okay, das würde ich auch gerne sehen. Deswegen tut man sowas gerne, so wie in unserem Fall an diesen schwarzen Augen-Tango. Das ist das, was eine Herausforderung und zugleich die Freude ist für einen Regisseur, dass er eigentlich sagen kann, ja, das wäre vielleicht noch nett oder fällt noch jemandem anderen was ein, was schön wäre. Und das ist denn ansonsten gar nicht so häufiger Zustand.